Viral trifft Francesco Tristano. Du bist 1981 in Luxemburg geboren. Was war das Schöne an deiner Kindheit? Man sucht sich ja eigentlich den Geburtsort nicht raus und auch nicht die Familie, aber ich war eigentlich sehr glücklich in Luxemburg und bin groß geworden mit Musik und mit italienischer Küche und viel Natur auch. Aber ich glaube, wenn ich etwas highlighten soll, dann ist es die Liebe für die Musik, die mir meine Mama mitgegeben hat, für die Reise sozusagen. Und bin dann auch relativ früh ins Konservatorium und auch da eigentlich ein Glücksfall, habe ich eine super, super Lehrerin gehabt, die ich mir auch nicht wirklich rausgesucht habe. Also es waren ein paar gute Konstellationen, die mich auf meine Laufbahn gebracht haben, und das hat alles schon mit Luxemburg zu tun. Wann hat dich Musik nicht mehr losgelassen? Welche Impulse bekam der neunjährige Francesco? Also Musik hat mich eigentlich nie losgelassen, in dem Sinne, dass meine Mama von morgens 6 bis abends 9 Musik hört und immer noch, und zwar volle Lautstärke und viel Barockmusik, aber auch viel Wagner. Ich glaube, ich habe zwischen meinen circa 11. und 14. Lebensjahr nur Parsifal gehört zu Hause, das war nicht meine Wahl. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, ich habe mit 12 oder so oder vielleicht 13 Jahren festgestellt, dass wenn ich tatsächlich übe, kann ich auch besser werden. Und seitdem hat mich Musik nicht mehr losgelassen. Das heißt, ich habe weiter geübt und probiert weiter mich zu verbessern. Das ist als Kind manchmal nicht so evident, dass man das so versteht, weil es ein Hobby ist, es ist etwas, was Spaß macht und auch Spaß machen soll. Aber es gehört natürlich auch Disziplin dazu. Und das habe ich, glaube ich, relativ spät entdeckt. Aber war ganz gut so, weil ich habe meine Kindheit auch sehr genossen. Wem bist du damals begegnet? Wer förderte dich? Also meine erste Klavierlehrerin war eine sehr wichtige Begegnung. Ich glaube, ich könnte sie eigentlich als meine Klaviermama bezeichnen. Auch sie hat mir alles beigebracht, was so Klavier angeht. Ich habe aber dann auch einen Kompositionslehrer gehabt, der mich auch für andere Musikformen und teilweise Jazzmusik oder Worldmusik, elektronische Musik, die Türen geöffnet hat sozusagen. Und der Mann heißt Claude Lennart, ist ein großer Komponist, ein großer auch Musikwissenschaftler. Und ihm habe ich halt zu verdanken, dass mein Konzept der Musik nicht bis Ravel geht, sondern halt bis wenigstens Chick Corea oder Weather Report. Und dann gibt es noch eine Begegnung, die absolut wichtig war, und das war in New York. Das war meine letzte Station sozusagen. Juilliard School habe ich einen Lehrer gehabt, Bruce Brubaker. Klavierlehrer, auch sehr intellektuell. Der Spezialist in minimalistischer amerikanischer Klaviermusik. Aber ich habe bei ihm auch sehr viel Bach und teilweise auch obskürere Barockkomponisten wie Frescobaldi und so weiter geübt oder eingespielt. Ja, ich glaube, dass diese Begegnungen sind eigentlich alle sehr wichtig gewesen, und ich glaube nicht, dass ich jetzt die Person wäre ohne die Leute, die mich inspiriert haben und auch sehr gefördert. Dein Studium fing an in Luxemburg, Riga und Paris. Wer brachte dich dorthin? Ja, die Musik, das kann, ne? Der Flügel, das Klavier. Riga war ein Austauschprogramm mit Luxemburg, und es war auch für mich quasi so das erste Mal, wo ich dann längere Zeit weg war von zu Hause. Ich war 14 Jahre alt und habe dann 4 Monate in Riga im tiefen Winter gelebt oder überlebt.
Das war das Jahr, bevor ich nach New York gezogen bin. Also ich habe mir eigentlich so Fragen nie wirklich gestellt. Das heißt, die Musik ist irgendwann, was ich vorhin gesagt habe, ungefähr mit 11 oder 12 ist es, hat sie mich gezogen nach oben und ich bin ihr nachgegangen. Und ohne wirkliche Fragen oder Zweifel, es hat sich alles irgendwie ergeben. So. Und ja, dann war ich auf einmal Musikstudent in der Juilliard School in New York und das war eigentlich so mein Traum. Ich hatte die Schule besucht als Tourist. Ich wollte unbedingt nach New York. Und das hat dann auch gepasst und ich bin dann bis 2003 in New York gewesen. Ja, du kamst in die Juilliard School und wurdest auch unterrichtet von Jakob Lateiner und Rosalind Turek. Erzähl uns von den Unterrichtsstunden. Jakob Lateiner ist noch einer der alten Schule gewesen. Ein Lehrer, der sehr viel Wert auf den Verstand einer Partitur legt. Er hat selbst eine große Partitursammlung gehabt mit Manuskripten, Erstausgaben, Faksimile. Und die Quelle war für ihn immer sehr wichtig. Das heißt, wir haben teilweise auch sehr uns auseinandergesetzt mit verschiedenen Fassungen, verschiedenen Urtextfassungen. Und Jakob ist vor 3 Jahren gestorben und ich habe jetzt gerade gesehen, ein Teil seiner Sammlung ist jetzt in Auction, geht jetzt bei Christie's oder so. Rosalind Turek habe ich ganz kurz, eigentlich ganz flüchtig kennengelernt. Das war, glaube ich, ihr letztes Lebensjahr oder vielleicht 2 Jahre vor ihrem Tod. Und das Ganze war eigentlich eine Art Hommage an sie, wo ein paar Studenten der Juilliard School ausgesucht worden sind, um Bach für die Rosalind Turek zu spielen. Und ich habe eine Digest-Fassung der Goldberg-Variation gespielt für sie. Und das war im New York Public Library vor einem Publikum, also eine Masterclass. Und ich kann mich eigentlich sehr, sehr, sehr gut erinnern, wie das war, aber es ging hauptsächlich um die Variation Nummer 25 der Goldberg-Variation. Das ist eine Moll-Variation, eine Aria, eine sehr langsame und sehr emotionelle Variation. Und da hat sie wirklich viel Zeit verbracht, um mir ihre Vision zu zeigen. War ein schöner Moment. Klavier, Komposition, Klarinette, vielleicht auch dirigieren. Was magst du am liebsten? Musik mag ich am liebsten und das heißt, was auch in welcher Form auch immer. Ich habe das Klavier nie wirklich als Ende, sondern als Mittel betrachtet. Und wenn ich von dem Mittel weg oder ausweitern kann, zum Beispiel mit Synthesizers oder auch dirigieren vom Klavier aus, ist dann für mich ich lerne dazu und denke mal, dass auch meine Musik dadurch in die Höhe gezogen wird und also nicht nur limitiert aufs Piano, sondern halt immer auch offen auf andere Formen. Und ich glaube, dass das Schöne ist, dass es sich alles ergänzt irgendwie. Man hat, also als Student zum Beispiel, habe ich mich sehr oft eingeschlossen und stundenlang geübt und bin dann aus dem Studio und habe gemerkt, dass ich eigentlich den ganzen Tag eingeschlossen war und von der Welt nichts mitgekriegt habe oder nicht wirklich wahrgenommen habe. Und das ist dann auch eine Philosophie, dass man auf einmal, das hat auch mit der Maturität dann zu tun, dass man sagt, intelligent üben ist eigentlich nicht 1000 Stunden am Tag üben, sondern einfach auch gezielt und mit Kopf. Und dann hat man auch auf einmal mehr Energie und Lust auf andere Sachen, wie zum Beispiel dirigieren. Oder komponieren. Aktuell konzertierst du mit Alice Sarah Ott und es gibt eine CD mit euch, Skandale. Wie kam es dazu? Alice und ich kennen uns seit ungefähr 4 Jahren, 4, 5 Jahren. Und die Idee war vor circa 2 Jahren, dass
Alice eine Barockplatte, eine Solo-Barockplatte aufnehmen sollte, wo ich dann als so Guest-Performer zum Schluss ein Werk mit Alice einspielen soll. Das soll ein Bach-Doppelkonzert gewesen sein, mit Orchester, und ich hätte das auch dirigiert. Und das Programm, das Konzept ist geplatzt, aus welchem Grund auch immer. Und ich kann mich erinnern, auf einmal, es war ein Wochenende, hat Alice mich angerufen und hat gesagt, ja, also das mit der Barockplatte wird nichts, aber hättest du denn Lust, eventuell eine Klavierduettplatte aufzunehmen? Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Und das Nette ist, dass ich in dem Moment auch an meine nächsten Projekte ein bisschen schon gedacht habe, und ich wollte eigentlich Alice auch einladen für eine gemeinsame Einspielung für eines meiner Alben. Das heißt, das war eigentlich, hat sich alles sehr organisch zu diesem Projekt bewegt, das jetzt Gondal ist. Du bist Anfang 30, hast großen Erfolg mit deiner Musik. Machst du alles richtig? Ich hoffe, dass ich so manches falsch mache, weil wenn man nichts falsch macht, dann lernt man ja auch nichts dazu. Ich prinzipiell wiederhole ungerne Sachen, die ich schon gemacht habe. Das heißt, ich versuche, meine Vision ständig zu erweitern oder wenigstens eine Approximation der anderen Musikformen. Wenn ich jetzt immer das Gleiche machen würde, dann würde ich es wahrscheinlich besser machen oder wenigstens richtiger, aber ich hätte nur die Hälfte der Ahnung davon. Also falsch machen ist, glaube ich, sehr wichtig, auch in der Kreativität und sowieso. Man lernt durch Fehler, die man macht. Man lernt nicht so durch Erfolge. Erfolge, die haben man am nächsten Tag vergessen, aber einen Fehler, der kann eben schon ein paar Monate oder sogar manchmal Jahre verfolgen, und dann lernt man auch was draus. Was treibt dich an? Naja, ich suche halt sehr oft die Inspiration, was heißt die Inspiration, die sucht man nicht, dann wäre es keine Inspiration. Aber die Inspiration kommt für mich sehr oft von nicht musikalischen Momenten, also die kleinen, auf Luxemburg, ich würde mal sagen, die kleinen Pläsierchen, die kleinen schönen Sachen im Leben. Für mich ist es ein Espresso morgens. Es kann eventuell eine Stunde Lektüre sein, nachmittags. Bestimmt auch mal einen Nachmittag mit meinem Sohn verbringen und mit ihm zu spielen. Alles Stoff für meine Kompositionen, meine Interpretationen und meine Improvisationen. Also das ist, glaube ich, die Form, die sich dann am meisten vom Leben, vom allgemeinen Leben inspirieren lässt, die Musikform, die im Jetzt entsteht. Und Improvisation muss ja nicht ganz frei sein. Es kann ja auch sein, zum Beispiel mit Alice reden wir ganz oft im Skandal, für Skandalalbum, das Live-Spielen, ist es nie zweimal gleich, weil wir wirklich den Moment aufsuchen, die Inspiration und die Kommunikation ist Moment. Also Improvisation ist eigentlich sehr wichtig im Leben, und das ist eigentlich eine sehr jazzige Einstellung, was nicht unkompatibel ist mit einer klassischen, vorbereiteten Fassung. Aber ja, ich liebe die kleinen Sachen im Leben. Ich bin nicht gerne gestresst, aber Stress ist auch ein Faktor, der oft einfach vorhanden ist. Man reist viel, man ist unterwegs, man lernt tausende Leute kennen, man hat wenig Zeit für sich. Ich bin jetzt in einer Kompositionsphase, wo ich manchmal einfach gerne auch Stille habe um mich. Und Stille ist schwierig, also ist quasi unmöglich eigentlich so. Wenn man in einer Großstadt lebt oder in einer Stadt und sich in Städten bewegt, dann ist Stille eigentlich eine vielleicht die ideale Inspiration. Was ist dir das Wichtigste im Leben? Also gut essen ist schon sehr wichtig. Ich glaube, das ist wie unser Benzin. Ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht gut esse. Also das ist auch manchmal sehr
sehr kompliziert auf Reisen, wenn man ständig auf die Sandwiches oder Brötchen der Flughäfen oder so angewiesen ist. Ist es jetzt das Wichtigste? Ich weiß es nicht. Also es hält mich am Leben und es hält mich auch einigermaßen fit. Aber eine Lebenshygiene ist nicht nur Essen natürlich, es ist auch der Schlaf, es ist ruhige Momente verbringen, es ist Lesen, es ist, ich bin ein Renner, ich mache meine Joggings ist für mich absolut wichtig und ohne Laufen geht eigentlich auch nichts. Ohne Kaffee geht auch nichts. Espresso am liebsten und nicht so viele am Tag, aber halt an strategischen Momenten, morgens einer, nachmittags einer oder zwei. Ja, das Wichtigste im Leben, das ist, glaube ich, die Liebe. Die Liebe zum Leben, die Liebe zu dem, was man macht und die Liebe zu dem Nächsten. Wir spielen alle unsere eigene Rolle in diesem Spektakel, was man Leben nennt. Und man hat eigentlich keine Wahl. Wenn man unliebevoll umgeht im Leben, dann fällt es auf einen zurück. Und ich glaube, manchmal ist ein bisschen Distanz und einfach ein liebevoller Gedanke sehr inspirierend, auch für ein angenehmes Leben zu führen. Letzte Frage. Was wünschst du dir von der Zukunft? Ich wünschte mir eine Antwort auf die Frage zu wissen. Aber ich, wie ich schon vorher gesagt habe, also ich glaube, dass ich sehr viel Glück gehabt habe, immer und auch noch immer habe. Und so ganz konkrete Ziele im Leben, das ist nicht meine Natur. Ich bin nicht so zielorientiert und ich habe vorhin das Leben als einen Prozess beschrieben, wo wir alle, we are part of this, wir sind alle mit im Spiel und es geht ja eigentlich nur darum zu überleben, das heißt ein einigermaßen angenehmes Leben zu führen. Das ist eigentlich das Schönste, was ich mir wünschen kann. Meine Musik weitermachen, weiter zu kreieren, weiter zu komponieren, weiter Repertoire zu spielen, weiter marginale Komponisten zu entdecken und eventuell wieder ans Licht zu bringen. Projekte wie mit Alice, was mich auch sehr inspiriert und sehr, sehr amüsiert. Also ich glaube, von der Zukunft wünsche ich mir eigentlich so viel Spaß, wie es nur geht, weil ohne Spaß ist auch nichts drin. Auch ganz besonders wieder bei dem Skandalprojekt. Ich meine, wenn Alice und ich nur die Hälfte vom Spaß hätten, wie wir momentan an dem Projekt haben, dann wäre es auch nicht so gut. Also ich versuche offen zu bleiben und Freude, Liebe und ein bisschen gutes Essen und dann, glaube ich, ist meine Zukunft okay.